Jetzt vielleicht den. Oder ist den. Jetzt könnten wir die Fackel da rausnehmen. Bringt aber nichts. Ah, da hinten ist irgendwie so eine Art Edelstein oder so. Also wir... Viele, viele Klickrätsel hier. Ist hier noch was an der Wand? Kann ja auch sein. Okay, ich könnte jetzt hier hin. Bringt uns aber nicht viel. Denn... Und nochmal. Ich weiß ja nicht, ob das manchmal was bringt, wenn man öfter einbringt. So glaube ich nicht. Jetzt nur den drück. Ich kann ja mal irgendwas probieren, fällt mir gerade ein. Was passiert, wenn ich hier runterfall? Dann sind wir auf jeden Fall eine Etage tiefer. Wer hätte es gedacht? Und hier ist sonst gar nichts? Was? Und da wollte gerade sagen. Oh oh. Oh oh. Ein. Der kann ja schießen. Ich bin umzingelt. Ein Kerl. Ja. Du bist ja Pillepalle. Wow, oh, das war ein etwas stärkerer Vogel, wie wir gesehen haben. Ja, diese Bomben sind natürlich alle ganz nice. Aber ich weiß nicht, ich habe die noch nicht so wirklich verwendet. Weil ich immer denke, ah, oh, die kannst du dir bestimmt noch für spätere Gegner aufheben. Ich glaube, das ist auch nicht verkehrt. Ich habe jetzt hier mittlerweile 2 Frostbomben, 4 Giftbomben, 6 Feuerbomben und nochmal Lichtbomben hier. Und Steine natürlich auch noch. Diese komische Notiz, ich weiß nicht, ob wir die brauchen, ne? Naja. Gut, ja, ja, rauf. Zumindest wissen wir jetzt, was da unten los ist. Das ist doch auch schön. So, ich möchte dieses Rätsel jetzt auch noch ganz gern irgendwie lösen. Ich gehe jetzt nochmal hier drauf. So. Hier ist echt nichts, ne? Hinter irgendeiner Mauer hier ist auch hundertprozentig. So ein... So ein, wie sagt man? Vogel. Vogel heißt das Wort, was ich gesucht habe. Diese Schalterrätsel, ne? Die sind schon tricky teilweise. Ich weiß nicht, ich glaube, der Schalter da hinten, der hat 2 Funktionen irgendwie. So, dahin kommen müssen wir auf jeden Fall, das ist schon klar. So habe ich schon mal gehabt. Ich mache es jetzt mal auf so. Okay. Ach ja. Schönes Rätsel. Ist da noch was irgendwo an der Wand? Ich glaube, dass das schon so richtig ist. Und dann den. Mehr. Ich kann die natürlich da rausnehmen, aber das ist doch Quatsch, oder? Das ist doch ein bisschen neu gerade, oder? Hahaha! Schlüssel! Wir haben einen Schlüssel gefunden und er trägt meinen Namen.
Okay, weg ist er. Okay. Wow! Das haben wir mal gut hingekriegt. So, kann ich hier mal raufdrücken. Sehr schön. Ich brauche irgendwie... Kann ich da noch rein? Da ist vielleicht noch was drin. Warte mal, da will ich noch rein. Das ist bestimmt was. Ein Zettel. Ist das der? Ist das wieder eine Nachricht von Torum? Ja. So. I preserved some of my extra herder. Okay, caps. Achso. In the nearby room. Okay. I'm not quite sure what he says. Okay. Aha. Boah, das ist nicht wirklich Wichtiges. Naja. Okay. Ich hoffe mal, dass es hier von den Geheimnissen her alles in diesem Raum war. Da ist noch ein Pfeil, der da rumlag. Den müssen wir jetzt... Achso, das ist der Raum. Ja, okay. Da waren wir drin. Dann müssen wir jetzt eigentlich zurückgehen zu dieser einen Tür, die da noch war. Hier. Da können wir wahrscheinlich den Schlüssel einsetzen. Yes, it is. Komm mal her, Vogel. Zwei gleich. Ja, ist ja gut. Bams. Ach, noch eine. Komm her. Komm her. Hey, lass mich nicht abschießen. Puh. Okay, liegt da noch was? Nee. So, Tür ist geöffnet. Da war nur so ein Rundgang hier, ne? Ja. Ach, noch ein Vogel. Ein Vogel. So frei. Ja. Das hättest du aber gern. So, Abspeichern. Ich glaube, ich höre unsere erste Krabbe. Verdammt. Die Krabben sind hartnäckig. Oh. Oh, da kommt sie? Nein. Die Krabbe da hinten irgendwo rum, die Krabbe. Ah, da ist die Krabbe. Fist Dagger. Ich brauche eigentlich keine Messer. Immer ein Secret. Ja, wahrscheinlich geht das gleich auf, das komische Gitter. Und dann bin ich am Arsch. So, Tattered Cloak. Mal eben gucken. Ja, den haben wir schon. Das ist schon einer der schlechtesten. Den brauchen wir nicht. Da könnte man mal runterspringen und gucken. Da könnten wir reingehen. Ich bin dafür, wir gucken mal hier runter. Ein Zettel, immerhin. Ist ja wieder von Torum. Ja. I know I was disappointed too when I took the jump. Wie geil! Ja, super. Er war auch enttäuscht, als er hier runtergesprungen ist und nichts gefunden hat. Sehr geil, das finde ich aber gut, dass wir sowas eingebaut haben. Nicht schlecht, schön. Mein Licht geht aus. Oh, sehr aus. Bin ich am Anfang wieder? Hä? Wie darf ich das denn jetzt verstehen? Ach so, okay. Dann frage ich mich jetzt aber, wo soll ich denn lang? Momentale. Da bin ich. Ich gehe nochmal einmal in den Rundgang. Da war nichts. Ach so, ja, ja, neue Tür, stimmt ja. Ich hoffe mal, dass der Eiszauber auch... Ja, sehr gut. Dass der auch gegen Krabben hilft. Krabbe, komm her.
Welche ist mir egal. Scheiße. Nein, das war ganz schlecht, Alex. Geh tot, geh bitte tot. Ich muss hier weg. Ihr zieht nämlich ganz viel Energie ab, ich weiß das. Okay, gegen eine kämpfen ist nicht so wild. Aber die sehen auch komisch aus, ne? Bäh. Die knurren auch noch so komisch. Oh, Wampy hat keinen Mana mehr. So. Können wir noch was Mana-mäßiges mixen? Wie ging denn nochmal Mana? Sturm experimentieren? Nee, das wollte ich nicht. Also, was ist das? Und ein dazu. Ah ja, nee, das ist ja Healing Potion. Wie ging denn nochmal Mana? Ah, das war das gelbe Zeug. Ah, wie ging denn das noch? Wie kann ich denn mal blau herstellen? Nee, wahrscheinlich fehlt mir doch. Ja, mir fehlt wahrscheinlich eine Krautart. Okay. Okay, okay. Dann lassen wir es erstmal. Ich lasse die Flasche da drin. Die kann da erstmal drin liegen bleiben. Hier müsste euch das Gitter sein, wodurch ich die eine Krabbe gesehen habe. Da hinten ist noch ein Raum. Hier, ne? Ja, da habe ich die eine Krabbe durchgesehen. Da liegt noch mein Messer hier rum. Kann ich nehmen, wenn ich will. Kann ich auch lassen. So, wir gucken, ob hier noch was ist. Oh. Shuriken nehme ich gerne. Wenn nichts mehr geht, geht's mit dem Shuriken. Da geht's weiter. Okay, aber wenn wir in die andere Richtung gucken. Ah, da ist eine Sackgasse, immerhin. Was haben wir denn hier für eine Rüstung? Heavy Armor, mal gucken. Das ist Light Armor. Ich nehme mal die schwere Rüstung, dann kriegt Dave nämlich die hier. Die kannst du dann wegpacken. Was hast du denn? Protection 3. Das ist 2. Was hat Vampy? Oh. Oh. Dann schmeißen wir die Hose mal weg. Die ist nicht mehr so sinnvoll. Und dann das Messer. Ach, ich brauche das nicht. Was soll ich mit dem scheiß Messer? Gut, dann haben wir jetzt hier eine Tür. Aber was sich dahinter verbirgt, würde ich sagen, klären wir dann im nächsten Part. Oder soll ich einen kleinen Blick werfen? Kleinen Blick werfen ist okay. Kleinen Blick werfen ist okay. Oder, oh, da ist die sonderbare Tür. Okay, das können wir mal gut machen. Eine Schriftrolle. The gate of iron shall open if you take your time and rest in the place where the dragons gaze. Genau. Ja, also praktisch, wo die Drachen sich kreuzen. Ne? Da sollen wir ruhen und dann öffnet sich die geheime Tür. Das kriegen wir hin. Aber ich denke, ich werde diese eine Pause, diese Aufnahmepause mal eben kurz nutzen, um zu überprüfen, wo denn diese Tür eine Etage höher, also im dritten Level, ne, vierten war das, ne? Vierten Level. Wo sich die denn öffnen lässt. Das möchte ich ganz gerne herausfinden. Und ansonsten ist hier, glaube ich, nichts. Ja, doch, was haben wir hier? Deserted Tunnels. Okay, und hier haben wir Chamber of Pits. Ja, also wieder schöne Rätselräume. Freut mich doch, ja. Gut. Okay, Leute, dann würde ich sagen, machen wir jetzt eine kleine Aufnahmeunterbrechung und wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn ihr Lust habt, zu Legend of Grimrock. Bleibt mir treu. Euer Alex sagt ciao. Bis zum nächsten Mal.